Hilfe. So, die nächste Aufnahme läuft. Sehr gut. So, und wie ich jetzt verstanden habe, dieser taktische Vorteil ist nur für die erste Runde. Und das heißt, das sollte ich auf jeden Fall nutzen am Anfang. Bin ich dran? Doch, ich bin, glaube ich, dran, ne? Was meinst du? Kann ich das sehen? Ich weiß es nicht. Okay, Einsatz. Füge einer gegnerischen Einheit. Füge einer gegnerischen Einheit. Das könnte ich machen, ne? Nee, kann ich nicht. Ach so. Ich habe das Falsche getickt. Na dann. Oder mache ich das hier? Schleier und Eifer. Schleier, Statuseffekt, der verhindert, dass eine Einheit andere Statuseffekte erhält. Okay, ermöglicht Einheiten eine Befehlfähigkeit in dem Zugang, in dem sie ausgespielt wurde. Ach so. Verstehe. Also macht jetzt nicht so viel Sinn, die jetzt schon auszuspielen. Gegnerische Einheit. Okay. Also war dann die hier doch ganz gut, weil die hat kein Dings. Jetzt nutze ich das hier direkt mal. Dominanz. Füge eine Einheit stattdessen 2 Schaden zu. Okay. So, jetzt habe ich hier Frost. Das ist natürlich nicht so schön. Füge einer gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Mache ich mal direkt. Zack. Befehl Nahkampf. Füge einer Einheit 1 Schaden zu. Das mache ich doch direkt. Und weil Dominanz war, füge ich stattdessen 2 Schaden zu. Okay, ich hab's verstanden. Alles klar. Autsch. So, Dominanz ist hier noch, ist noch da. Gut, ich kann erstmal hier das machen, so. Generiere in einer gegnerischen Reihe Frost. Mach ich so. Jetzt krieg ich plus 1, weil in der gegenüberliegenden Reihe Frost herrscht. Okay. Okay. So, und durch Frost wird es ja am Anfang der Runde Schaden ausgeführt. Alles klar. So, jetzt kann ich doch hier das machen. So. Ich verschiebe ihn hier hin. Verschiebe eine gegnerische Einheit in die andere Reihe und generiere in dieser Reihe 2 Züge lang Frost. Ladungen 2. Wann immer du eine wilde Jagd-Einheit ausspielst, verbessert sie um 1. Was muss ich jetzt machen? Ach so, jetzt habe ich es nochmal gemacht. Egal. So, und zack. Verstehe. Ach so. Ich will nicht passen. Will ich passen? Nee, ich will nicht passen. Also muss ich jetzt noch was ausspielen. Was ist denn Läutern? Entfernt alle Statuseffekte. Gut, das ist an sich hier nicht wichtig. Ja, der wird halt hier sowieso gleich sterben. Deswegen... Wähle. Generiere in einer Gegenstreife 4 Züge Frost. Oh, das ist stark. Also spiel eine wilde Jagd-Bronze-Einheit aus. Generiere in einer gegnerischen Reihe für 2 Züge Frost und spiele dann eine wilde Jagd-Bronze-Einheit erneut aus. Ja. Gut. Jetzt machen wir das. Und dann, das hier.
Okay. Füge ich die Aktion erneut aus. Okay. Ich verstehe. Okay, hat gepasst. Das ist sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sollte passen. Okay. Gut. Erste Runde gewonnen. Sehr gut. Timer 3. Rufe Speerspitze aus deinem Deck dieser Reihe bei und erhöht. Moment. Timer, verringe vor Ende deines Zugs die Zahl um 1. Wenn die Zahl 0 erreicht, wird die Fähigkeit ausgelöst. Okay. Rufe Speerspitze aus deinem Deck in dieser Reihe herbei und erhöhe ihre Basisstärke um 6. Stark. Verbanne dann diese Karte, also wahrscheinlich jetzt hier die hier, ne? Wenn Speerspitze Schlaf stattdessen Schaden zugefügt wird. Was? Achso, das ist der Name der Karte. Speerspitze Schlaf, okay. Wenn Speerspitze Schlaf stattdessen Schaden zugefügt wird, rufe Speerspitze aus deinem Deck herbei und verbanne dann diese Karte. Okay. Alles klar. Gut, dann mache ich das mal direkt am Anfang. Damit es dann natürlich schnell die Speerspitze schwundet. So, Dominanz. Okay. Hat er nicht? Wilde Jagd. Einsatz Dominanz. Oh, stark. Aber er ist halt nicht dominant. Oh, Kapitulation hebe ich mir bis zum Ende auf. Das ist stark. So. 3? 4? Achso, Dominanz gilt nicht, wenn diese Karte stärker ist, sondern wenn generell eine von mir stärker ist, ne? Du wirst uns nicht wehtun. Ach so, okay. Verstehe. Alles klar. Das lohnt sich hier für den Anfang der Runde. Das heißt, die muss ich mir auf jeden Fall aufheben für die nächste Runde. Kann ich nutzen hier? Nee, kann ich nicht. Okay. Ich mach mal das hier. Füge einer Gegnerin eine 3 Schaden zu. Zack. So, jetzt ist es hier vorbei. Okay. Was war das denn? Achso, der hat den Effekt aktiviert gehabt. Zerstöre eine Einheit und verbessere die um deren Kraft. Ich verstehe, okay. So. Aber das ist jetzt vorbei hier. Wieso beschwört er nicht das Dingensbummens? Komm, jetzt. Verstehe ich nicht. Irgendwie verstehe ich das nicht so recht mit dem hier. Timer 3. So, der Timer ist abgelaufen. Rufe Speerspitze aus dem Deck in dieser Reihe herbei und erhöht die Überstärke. Oder habe ich Speerspitze gar nicht im Deck? Habe ich tatsächlich gar nicht im Deck? Was ist das für ein Scheiß? Ja gut. Alles klar. Also... sehr Frechheit. Eine Runde habe ich quasi noch gut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich überlege, ob ich passe. Ich glaube, ich passe. Aber ich habe jetzt eine Karte mehr. So. Und das ist eigentlich prinzipiell gut. Würde ich
einschätzen. Okay. Naja, ich behalte es jetzt mal. Blockiere eine Einheit. Das ist natürlich schade. Ja, dass der jetzt Dominanz hat, ist natürlich schade. Ich kann ja hier das hier machen und dann kann ich seinen Dings blockieren. So, jetzt habe ich Dominanz. Ich habe immer noch Dominanz. So, sein Effekt nutzt nichts, weil ich habe ja Dominanz. Das heißt, wenn ich jetzt den ausspiele, zack, kann ich direkt den nächsten spielen. Sehr gut. Ich verstehe. Was? Befehl, verzehr eine Verbündete in dieser Reihe. Okay. Oh, jetzt mache ich das hier mit dem Frost. Und zwar in beiden gegnerischen Reihen, ne? Ja. Mhm. Ist jetzt nicht so schlimm. Verbessere eine verbündete Einheit um die Dauer von Frost in der dem Ziel gegenüberliegenden Reihe. Das ist gut. Zeit und Raum haben keine Geheimnisse für uns. So. Der verzehrt wieder, okay. Oh, das war super stark. Das war sehr gut. Ich habe noch 3 Karten, also das ist easy win. Ich habe noch Dominanz, sehr stark. Und ich habe noch ihn, zerstöre eine gegnerische Einheit mit mindestens 9 Stärke. Was war nochmal läutern? Moment, Entschuldigung. Entfernt alle Statuseffekte. Oh, das ist gut. Wertlos. Der hier hat die Lebenskraft einer Schabe. Hä? Verstehe ich nicht. So. Achso, er hat ja gar keinen Dings mehr. Okay. Gut. Gut. Nice. Gewonnen. So einfach geht das. Alles klar. Herzlichen Glückwunsch. Öffne es und verstärke dein Deck. Okay. Achso. Mhm. Wir machen Schlagschmetter! Ach ja, okay, und jetzt kriegt man quasi neue Karten hinzu, verstehe. Okay. Und jetzt kriegt man so eine besondere Karte, oder? Wenn hier nochmal 3. Bei der letzten Karte eines Fasses kann eine von 3 möglichen Karten ausgesucht werden. Ach so, okay. Alles klar. Okay, dann nehme ich die hier, weil die war eigentlich ganz cool. Ich verstehe. So, beende die erste von 3 Partien im Standardmodus. Standardmodus. Zeit, den Standardmodus auszuprobieren. Das ist der beste Weg, Gwent zu entdecken. Okay. Okay. Gut, mache ich mal direkt. So, und jetzt sucht man quasi nach dem Gegner, okay. Aber das ist jetzt wahrscheinlich dann auch wirklich nur PvP. Also es gibt irgendwie keinen Offline-Modus, wo man gegen den Computer spielen kann. Würde ich jetzt mal vermuten. Okay. So, neu ziehen abschließen, naja.
Okay, ich fange an. So, also kann ich jetzt, denke ich, hier direkt den mal rufen. Und Zug beenden. Für zwei Züge Frost. Okay, das hebe ich mir noch auf. Nahkampf. Ein Nahkampf, der macht das in die letzte Reihe. Was hat er für eine Fähigkeit? Nee, okay. So, dann verbessere ich mal einen, damit ich Dominanz kriege. Und beschwöre ihn. Aber es gibt jetzt auch ein Time-Limit, also ich kann nicht zu lange überlegen. Okay. So, es macht mir Sorgen, dass er da die beiden Schiffe, die Nahkampf haben, in der hintersten Reihe ausspielt. So. Ich habe Dominanz, also kriegen beide jetzt eins Stärke, genau. Oh, das ist stark, das ist sehr stark. Mhm. Eifer, Befehl. Fernkampf. Jetzt hat er es auch in Fernkampf gemacht, in Nahkampf. Das macht keinen Sinn, was er da macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soll ich schon passen, weil ich werde jetzt wieder stärker? Ich passe schon. Die beiden werden jetzt stärker. Er hat auch gepasst, okay. Okay, nice. Das heißt, ich kann jetzt in der nächsten Runde voll reingehen. Und dann gewinnen, okay. Mega gut. Wie gesagt, neu ziehen macht erstmal keinen Sinn, weil ich kenne die Karten ja noch nicht alle. Habe ich irgendwas mit Dominanz hier? Ich beschwöre mal den hier und den kann ich dann nämlich pushen mit meinen Fähigkeiten. Oder mit der hier. Nee. Ach nee, kann ich gar nicht. Achso, ist natürlich schade. Ich nehme kein Blatt vor den Mund. Hey. Aus Prinzip. Das ist schade. Füge 105 Schaden zu. Gut, dann mache ich erstmal das hier, glaube ich, oder? Nee, das macht jetzt noch nicht so viel Sinn. Ich mache mal erstmal hier und füge einen Schaden zu. Jetzt habe ich Dominanz wieder. Okay, stimmt, weil der nicht mehr 6 hat. Okay. Okay. Oh, jetzt hat er wieder. Okay. Gut, ich mache jetzt das hier und das hier. Mache in der Reihe Frost. Und führe den Effekt nochmal neu aus und füge dem 2 Schaden zu. So, und jetzt kriegt er dann nämlich nochmal 2 Schaden. Dadurch. Und jetzt habe ich wieder Dominanz. Alles klar. Oh, was ist das jetzt? Blutung. Was ist Blutung? Statuseffekt, die einem am Ende ihres Zuges einen Schaden zufügt. Oh, ich verstehe. Jetzt mache ich hier den hier und mache in der Reihe Frost. So. Jetzt kriegen beide rein Schaden. Zack, zack. Gut. Alles klar. Heilen ist nicht so gut. Shit. Aber ich kann jetzt hier 5 Schaden zufügen. So, zack. Ich habe keine aktive Fähigkeit. Verschiebe eine genische Einheit in die andere Reihe und generiere in dieser Reihe 2 Züge lang Frost. Okay.
heißt, den verschiebe ich in die Reihe. So. Da ist jetzt Frost. Kriegen alle Schaden. So, zack, zack. Gut. Wieso greift er den an? Okay, verstehe ich nicht. Fügen wir einer gegnerischen Einheit 2 Schaden zu. Das ist gut. Es gibt keine. Zack. Super. Jetzt stirbt die obere Einheit dann. Zack. Sehr gut. Und ich habe noch 4 Karten. Sollte machbar sein. Na, ah, jetzt habe ich schon wieder Blutung. Das ist nicht so cool. Hör mal, hier gegnerische Reihe für 4 Züge Frost. So, das heißt, die werden auf jeden Fall sterben. Jedenfalls die beiden hier. Oder? Nee, der? Nee. Es geht nichts über einen Raubzug im Frühling. So, hat er irgendwie eine Fähigkeit. Einsatz, Blutus, Einsatz, Einsatz. Das habe ich nicht ganz verstanden. Läutern. Entferne alle Statuseffekte. Ich kann hier die Blutung entfernen, ne? Ist ja ein Statuseffekt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay, gut. Alles klar. Okay. Jetzt schon wieder Blutung, ey. Ist doch nervig. Gut, jetzt verbessere ich den hier, damit er nicht drauf geht. So. Und den verschiebe ich jetzt in die Reihe. So, damit er Schaden kriegt. Ja, das haben wir geschafft. So. So, passt. Jetzt kann er nichts mehr machen. Nice. Gutes Spiel. Dank deines Gegners hast du eine zusätzliche... Was? Ich hab's nicht... Ich lese... Kannst du nicht lesen? Oh. Okay. Jedem Sieger erhält ein Mosaikfragment, okay. Ist die Rangliste, okay. Tägliche Herausforderungen, Erfahrungspunkte. Verstanden. Du hast deine erste Kartenrückseite freigeschaltet. Wir haben sie für dich aktiviert. Okay, dankeschön. So, erste Partie von dreien ist erledigt. Alles klar, mach ich mal, aber mehr kann ich hier, ich kann die Kartenrückseite ändern, ich kann hier... Das Starterdeck. Nee, kann ich. Ich kann noch nichts machen. Okay. Wahrscheinlich muss ich erstmal dieses Tutorial abschließen. Okay.